Hallo meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind mit einer neuen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs Videostrategietiker. Blicken wir ein wenig auf das Marktgeschehen. Zunächst noch ein kurzer Blick zurück. Der DAX ging gestern leicht zurück. Er war leicht im Minus aus dem Tagesrennen gegangen. Damit lief es für den deutschen Leitindex etwas schlechter als für die Nebenwerteindizes MDAX, TecDAX und SDAX, die jeweils zulegen konnten. Der SDAX ragte sogar etwas heraus mit plus 0,87%. Auch heute ist im DAX der Rückwärtsgang eingelegt. Gegen Mittag waren es etwa 1,14%. Auf der Verliererseite mit etwa 9.460 Punkten und damit auch im Kurs unterhalb der Marke von 9.500 Punkten und unterhalb der 200-Tage-Linie, denn die liegt ungefähr bei 9.516 Punkten. Wenn man das als Orientierungsmarke nimmt, kann man also sagen, dass der Kampf noch nicht ganz entschieden ist, um diese nicht ganz unwesentliche Marke. Ein Rücksetzer würde eigentlich auch naheliegen, denn in der kurzfristigen Betrachtung war der DAX schon ein wenig überkauft, sodass also hier der Rücksetzer durchaus nachzuvollziehen ist oder wäre. Und es würde auch Sinn machen, dass der DAX sozusagen nochmal ein zweites Standbein ausbildet, um dann möglicherweise auch eine recht positive Perspektive vorweisen zu können mit Hinblick auf den kommenden Frühjahr, Sommer, also 2015 dann schon. Heute wurde bereits via Destatis bzw. Statistischem Bundesamt berichtet über die Entwicklung bei der Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland oder Deutschlands. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich nach der vorläufigen Ermittlung Juli ein Anstieg oder per Juli ein Anstieg um 344.000 Personen oder etwa 0,8%. Bleiben wir beim Thema Arbeitsmarkt. Von der Bundesagentur für Arbeit kam heute schon der Bericht und die Information über die Arbeitslosenquote per August für Deutschland. 6,7% ist die offizielle Arbeitslosenquote und das bedeutet im Vorjahresvergleich einen leichten Rückgang um 0,1 Prozentpunkte. Kommen wir zu einigen Unternehmensschlaglichtern. Cut Oil fangen wir damit mal an. Die Aktie heute bemerkenswert schwach, eben oder vorhin waren es etwa 7,4% Kursabschlag bei dieser Aktie. Generell ist das Papier ja recht schwankungsfreudig. Das jüngere Tief lag ja bei unter 13 Euro. Dann ging es im Sprint rauf auf über 17 Euro. Heute gab es jedenfalls Zahlen für das erste Halbjahr. Wie sahen die aus? Beim Umsatz war man leicht rückläufig, 3,3% ging es abwärts. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also EBIT, war plus 18,6% angesagt. Damit hat sich auch die EBIT-Marge verbessert von 13,0 auf 15,9%. Indes der operative Cashflow deutlich negativ in der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit minus 44,4%. Also unter dem Strich ein gemischtes Zahlenbild und Russland bleibt natürlich ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Rahmenthema. Dazu werden wir dann vielleicht gleich auch noch ein wenig etwas sagen. Kommen wir zu einem anderen Schlaglicht, Fielmann. Von Fielmann gab es Zahlen. Wie ist das gelaufen im zweiten Quartal? Beim Konzernumsatz konnte man sich verbessern um 4,3%. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zog an um 6,7% und der Periodenüberschuss um 4,9%. Im laufenden Jahr will Fielmann sich sowohl bei Absatz, Umsatz als auch beim Gewinn verbessern. Die Aktie wurde ja per 22. August gesplittet im Verhältnis 1:2. Sie ist dadurch also optisch niedriger im Preis geworden oder günstiger geworden. Auf die Bewertung hat das natürlich keine direkte Auswirkung, denn ein Aktiensplit bedeutet ja im Prinzip, dass der Kuchen einfach in mehr Stücke geschnitten wird. Aber die Größe des Kuchens an sich verändert sich mit einem Aktiensplit natürlich nicht. Insofern sollte man sich da nicht irreleiten lassen. Aber es kann natürlich schon sein, dass der ein oder andere Anleger optisch niedrigere Aktienkurse bevorzugt und insofern vielleicht eher zugreift, als wenn der optische Kurs zu hoch ist. Zum Terminkalender für heute war bzw. ist angesetzt laut Börse Go für die Eurozone beispielsweise der Bericht über die Geldmenge M3, ferner über die Entwicklung bei den Krediten an den privaten Sektor. Die Wirtschaftsstimmung August für die Eurozone stand für heute auf der Agenda. Ebenfalls ein Thema für heute war für Deutschland noch die Entwicklung bei den Verbraucherpreisen August, die Vorabschätzung und aus den USA einige Meldungen. Heute ist Donnerstag, der typische Tag für die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche. Also das war für heute ebenfalls angesetzt. Ferner die Information über die amerikanische Wirtschaftsleistung, also das BIP im zweiten Quartal. Das ist die zweite Veröffentlichung, die für heute angesetzt war. Und es sollte informiert werden über die schwebenden Hausverkäufe Juli, hier ebenfalls für die USA.
Zur Strategie: Der DAX scheint dann doch nicht ganz abgestumpft zu sein gegenüber den geopolitischen Entwicklungen. Sie können das Bild, das Nachrichtenbild ja in den Medien oder in den typischen Nachrichtenseiten und auch im Fernsehen etwas verfolgen. Heute ist es wieder ein etwas bewegteres Bild. Und insofern liegt es nahe, dass der DAX auch mal ein wenig durchatmet, zumal er, wie ich das eben schon gesagt habe, etwas überkauft war. Die 200-Tage-Linie ist inzwischen unterschritten. Auch das hatten wir eben schon. Somit ist die Frage noch nicht ganz beantwortet, ob die Korrektur schon abgehakt ist. Aber es sieht eher danach aus, dass wir tatsächlich nochmal ein wenig den Rückwärtsgang einlegen, nochmal zumindest ein zweites Standbein ausbilden, wenn wir das mal so ausdrücken möchten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass im Zeitfenster der nächsten 6 bis 8 Wochen an einer Reihe von Stellen doch interessante Kurse vorhanden sein werden, die durchaus interessante Kaufmöglichkeiten darstellen können, dann im Hinblick nicht nur für die kommenden Wochen und Monate, sondern tatsächlich auch schon im Hinblick auf den Frühjahrsommer 2015. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Dessen.